Hey, was passiert da gerade auf der Welt? Das Coronavirus hat uns alle im Griff. Das private Leben steht still, die Wirtschaft auch. Fast alle Fabriken sind leer und wer kann, der arbeitet von zu Hause aus. Ich hätte bis vor wenigen Tagen nicht für möglich gehalten, dass meine Wahlheimat Köln, eine Millionenstadt, genauso tot daliegt wie mein 1000-Seelen-Heimatdorf an der Mosel. Und was da in den letzten Wochen und Tagen passiert, führt uns auf dramatische Art und Weise vor Augen, wie sich die Welt und die Wirtschaft überhaupt in den letzten Jahren verändert haben. Nämlich wie? Bis vor wenigen Jahren, für manche sogar bis vor wenigen Wochen und Tagen, hat sich die Welt doch so angefühlt, dass wir natürlich wussten, die Welt dreht sich, aber wir hatten das Gefühl, das, was da passiert, es ist vorausschaubar, es ist planbar, es ist berechenbar, in gewisser Weise auch kontrollierbar. Natürlich, das Rad hat sich mal ein bisschen schneller gedreht, wie das Hamsterrad auch, aber wir hatten das Gefühl jedenfalls, das haben wir soweit im Griff. Diese Welt ist vorbei. Willkommen in der VUCA-Welt. Die Welt von heute, sie ist volatil, sie ist ungewiss, sie ist komplex und ambig oder mehrdeutig. Das heißt, es ist alles so miteinander vernetzt und verwoben, diese Dynamik, die undurchschaubar ist, wo die Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung nicht mehr nachvollziehbar sind, die macht uns viele ein bisschen kirre. Und diese Welt sieht so aus. Und diese Welt und diese Wirtschaft und diese Unternehmen von heute, wir können nichts mehr auf lange Sicht planen, vorausschauen oder gar kontrollieren. Die Frage, was tun in dieser VUCA-Welt? Auf kurze Sicht, und ich bin auch Unternehmer, geht es sicherlich daran, da mal zu schauen, was bietet der Schutzschild? Was können wir tun, um Steuern zu stunden, um Kurzarbeit zu beantragen? Was können wir bei der KfW beantragen? Aber danach geht es ja weiter. Und meine feste Überzeugung ist, dass wenn wir in dieser VUCA-Welt auch als Unternehmer überleben wollen, dann haben wir mit den Organisationsstrukturen von früher, mit denen wir lange erfolgreich waren und mit den Rezepten, die lange Zeit funktioniert haben, in dieser VUCA-Welt ziemlich schlechte Karten. Die Zeit ist reif für etwas anderes. Und auch der Letzte dürfte erkannt haben, dass in den Zeiten, wo wir auch mit dem Klimawandel und begrenzten Ressourcen zu tun haben, dass die Zeit vorbei ist, nur an Profitmaximierung zu denken und an ewiges Wachstum. Ich glaube, die Zeit ist reif, eine Arbeit zu und eine Wirtschaft neu zu denken, in der es letztlich darum geht, wie schaffen wir das? Die Kombination von einem guten Leben, einem menschendienlichen Arbeiten und einer enkeltauglichen Wirtschaft hinzukriegen. Persönlich habe ich ein Bild davon, wie das aussehen könnte. Nämlich das Bild, das Schlussbild sieht so aus, dass letztlich das gelebte Motto in jedem Unternehmen lautet, montags aufstehen, als wäre es Absicht. Dass also vom Geschäftsführer bis zur Reinigungskraft jeder zur Arbeit geht, weil er Bock drauf hat, weil er einen Sinn in dem sieht, was er tut, weil er Spaß daran hat, weil Methoden und Technik eingesetzt werden, die die Zusammenarbeit einfach großartig machen und in der es dann am Ende möglich ist, dass uns auch in dieser VUCA-Welt nicht alles irgendwie um die Ohren fliegt, sondern auch in dieser VUCA-Welt letztlich den Halt nicht zu verlieren, tief verwurzelt zu sein, und das alles gewuppt zu kriegen, was da so unberechenbar auf uns zukommt. Lassen Sie uns daran arbeiten. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie zu Hause. Ihr Ralf Goldschmidt.